Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus Buse euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2. In der Version 1.32 haben wir mal einen ehemaligen Italiener. Aber jetzt ein Torfass. Ja, Torfass-Serie. Ja, das ist ein Lizenzbau. Und so wie ich das Nummernschild, ja, das ist natürlich wieder alles aus ja, der Türkei, ja. Die sind ja sehr aktiv jetzt bei den Modding dabei. Die hoffen wahrscheinlich, umso mehr sie Mods auf die Welt bringen, umso schneller wird das die Türkei ins Spiel bekommen. Ja, gut, kann man natürlich alles mutmaßen, aber ich kann mir vorstellen, dass nächstes Jahr das Balkan-DLC kommt mit, ja, ein Teil von der Türkei. Aber nur meine Vermutung. So, gehen wir doch einfach mal hin. Und wenn wir ein türkisches Nummernschild sehen, dann wissen wir ganz genau, das basiert wahrscheinlich alles aus dem Scout. Hier haben wir ihn. Bei DAF. Es ist völlig egal, wo wir hingehen. Wir können auch zum Mercedes gehen. Und da. Also, wie gesagt, basiert erstmal alles auf dem Scout. Und wir gucken uns den Wagen mal an. Hier ist er. Ganz normal, schön mit der italienischen Flagge dran, ne? Weil im Endeffekt war das, wenn ich da richtig bin, mal ein ehemaliger Fiat, ne? Lizenzbau. Gut, wir haben hier den Skoda, ne, wir nehmen mal den 1,3 Liter Maschine und dann Viergang Automatik, wollte schon sagen, ne, Getriebe. Das ist der Innenraum, den gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Das ist halt immer bei den Autos schwierig, da was zu bekommen, aber ich denke mal, gut, hier die Seitenverkleidung könnte ein bisschen besser aussehen. Hier, jetzt macht man die Sitzposition ein bisschen tiefer. Das können wir alles gleich noch machen. So, was haben wir denn hier? Wir haben unterschiedliche Lackierungen, die auch funktionieren. Wirkt so ein bisschen an den Lada. Na, so die Front. Wahrscheinlich war das auch ein Lizenzbau. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob der Lada auch ein Lizenzbau von Fiat war. So, dann hätten wir ein Fabian Grill. Oder soll das Chrom sein oder halt in Plastik hier? Könnte Chrom sein. Dann machen wir den nächsten. Dann können wir hier auch so das kleine Logo hier reinmachen von der Firma. Dann in Plastik oder halt in Chrom. Naja, wirkt nicht so gut. Dann machen wir noch ein paar heller Lampen ran. Und dann könnten wir hier unten noch den Schmutzfänger oder Lippe lackiert machen. Bei den Reifen haben wir sogar noch zwei Sorten. Hier so ein bisschen auf Rallye. Vielleicht kommt ja dann irgendwann mal ja, noch ein Mod raus hier für die Lackierung. Wer weiß, hier geht erstmal nichts. Und hier hinten, wenn ihr den Fahrzeug umdreht, sind die Fixpunkte hier weg. Also müsst ihr nach hinten, nach vorne und dann wieder nach hinten. Und da kriegt ihr noch so ein Rallye-Rücklicht, nenne ich es einfach mal. Und dann hier noch so eine kleine Lippe. So, Licht an. Ja, spiegelt hier so ein bisschen. Hm, okay, gehen wir mal rein. Hier drinnen sind keine Punkte zu machen. Und für 52.000 habt ihr hier ein, ja, Fahrzeug, mit dem man gut und gerne durch Italien fahren kann. Ne? Gut, alles klar, gehen wir mal raus. Und wenn euch das gefällt, hier Mods-Vorstellungen von Maximus, dann könnt ihr gerne einen Daumen geben oder mich abonnieren, weil ich will natürlich so oft wie möglich hier ein paar Mods rausbringen. So, aber bevor wir hier loslegen, ja, habe ich bestimmt echte Automatik drin. Machen wir erstmal weg, weil Mod-Vorstellung mache ich ja nur ohne quasi Lenkrad. Dann kann ich nämlich besser sitzen und ausprobieren. So, wir machen den Motor an. Oh. Oh, verhält sich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. So, wenn wir uns jetzt hier noch ein bisschen tiefer setzen würden, geht das noch ein bisschen tiefer? Ja, so. Dann erkennen wir auch die Sachen hier, die Armaturen. Ich würde jetzt gerne mal was machen. Ja, das ist halt mit dem Schalten ein bisschen doof. Wir gucken mal, wenn wir bei 50 sind. Wir sind jetzt knapp bei 50. Nee, das haut nicht hin. Also das Tacho und
70 fahren wir eigentlich und stehen hier und beim Tacho bei 50, ja. Also Unterschied ist da auf jeden Fall. Blinker, die Lichtanzeige, das haut nicht so richtig hin, ne? Also schade. Hat natürlich was jetzt dazu zu tun, dass ich jetzt nicht selber schalte. Oh, das schöne BMW hier neben mir. Es sind auch wieder neue Mods von Jazzy Cat dabei, also. Und zwar KI-Traffic-Mod. Nur für alle, die es interessiert. So, ich mache jetzt erstmal einen Fisch. Hoffe, er hat euch gefallen. Kurze Mod-Vorstellung von diesem Fahrzeug. Ich mache einen Fisch. Ich sage, haut rein. Macht's gut. Und abonniert und lasst einen Daumen da. Bye, bye.